bin jetzt beim Mittelsteak hier. Der ist jetzt erstmal noch ein bisschen kräftiger, weil der wird erst noch bearbeitet. Hier habe ich ein Zapfenloch und hier ein Zapfen angesägt. Zapfenloch gestemmt, Zapfen gesägt. Und das geht schön straff rein. Und gerade und bündig. Und jetzt muss ich noch die andere Seite machen. Und dann ist das grobe Gestell fertig. Das Zapfenloch ist schon drin. Und jetzt säge ich hier ein und setze dann ab den Zapfen. Nehme ich hier so eine Feinsäge. Die ist nicht ganz so, sägt so schnell, dafür sauber und genau. Und jetzt noch sauber absetzen. So, den werde ich noch ein bisschen nachstechen müssen, dass er richtig passt. Geht noch sehr stramm. Muss ich mal gucken, wo. Ja. Also ich werde hier innen noch, ist noch ein bisschen unsauber, werde ich noch ein bisschen nachstemmen und dann stechen und dann wird das passen. Ich bin jetzt dabei, erstmal die Sägeblatt Aufhängung oder Anbringung zu bauen. Wenn die fertig ist, kann ich mir das Maß für den Mittelsteg abnehmen und dann stelle ich den her. Also die zwei Sägearme sind jetzt ausgesägt, noch grob, noch nicht fein bearbeitet. Das mache ich ganz zum Schluss, wenn die Säge sozusagen schon funktioniert. So, hier habe ich zwei Buchenrundhölzer von den Stuhlbeinen. Die werden jetzt erstmal die Grundkörper für die Hörnchen. Die werden aber dann noch umgearbeitet und werden auch noch mit anderen Holz verkleidet. So, hier habe ich jetzt zwei so Holzfresserschrauben, da habe ich die Schraubenköpfe abgeschnitten, eingesägt, Loch durchgebohrt und hier das entsprechende Loch rein. Jetzt müssen die hier reingedreht werden. Dazu habe ich mir hier so einen kleinen Schraubstock an den Klotz dran. Und den setze ich hier hinten ein und da kann ich auch mal vorübergehend was in den Schraubstock machen. Inzwischen bin ich schon ganz schön weit hier. Ist schon schön in Form geschliffen. Mit so einer Bildhauerfeile hier. Die raspelt, oder die ist so schnell wie eine Raspel. Und aber schön sauber, wie eine Feile eben. Kommt jetzt auch drauf an, in welche Richtung man die Maser feilt oder mit. Ja, das sieht jetzt schon ganz gut aus, muss aber noch, das ist jetzt alles nur mit
mit Raspel, mit Bildhauerfeile und mit Schleifpapier bearbeitet. Und mit 100er. Und zum Schluss mache ich noch mit 180er, mit 240er und dann wird geölt. Aber jetzt habe ich hier das bisschen gebrochen, alles die Kanten und in Form gebracht. Jetzt will ich da erst nochmal mit Schleifpapier drüber gehen. Ab und zu gehe ich zwischendurch einmal mit der Ziehklinge lang, das macht sich auch ganz gut. Ja, jetzt muss ich ja nur noch einen Beweis antreten, dass er also auch scharf ist und längs wie quer vernünftig sägt. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Ich habe hier ein Stück Escheabschnitt eingespannt, mal eine Linie runtergezogen und jetzt testen wir das Ding mal. Also, geht sauber, gerade, verzieht nicht, startet problemlos und hinten kann ich sagen, so gut wie keine Ausrisse, überhaupt keine. Und jetzt müssen wir noch angucken, wie sie absägt. So, also jetzt quer zur Holzfaser. Ich schieb die Säge nur, ich gebe keinerlei Druck auf das Sägeblatt. Wie durch Butter. Sauberes Schnitt, auch so gut wie keine Ausrisse. Ich kann jetzt jede beliebige Holzart hernehmen. Mal gucken, was ich noch in der Nähe habe. Hier liegt noch ein Stück Kantholz von alter Eiche da. Nochmal hier ein Schnitt. Genau dasselbe. Sauber, ausrissfrei. Also quer wie längs, wunderbare Säge und würde sagen, Bau ist gelungen. So, ich möchte mich also mit der Einstellung hier verabschieden. Würde sagen, Bau ist gelungen. Schöne Säge geworden, wie ich schon sagte, zierlich, leicht zu handhaben und für beide Schnittrichtungen geeignet. Und wer jetzt mal sehen möchte, wie man mit ganz einfachen Mitteln und mit ganz geringem Aufwand eine handelsübliche Säge zum sanften Starten, zum sanften Ansägen bringen kann, der schaut sich mal auf dem Kanal von Mike Bante um und wenn das funktioniert, dann blende ich hier mal den Link zu dem Video ein, wo er das demonstriert. Also, ich verabschiede mich, hat riesen Spaß gemacht und ja, ihr wisst ja, bleibt schön neugierig auf meine anderen Objekte. Ciao!